Was nennst du mich gut? Aus welchem Grund nennst du mich gut? Niemand ist gut als nur einer, Gott. Das sagt Jesus Christus auf die Frage eines reichen Synagogenvorstehers, der ihn fragt, gute Lehre, was muss ich tun, um ewiges Leben zu erben? Gibt der Jesus etwa zu, dass er nicht Gott ist? Leugnet er etwa seine eigene Gottheit? Diese und weitere Fragen werden jetzt beantwortet, also bleibt dran. Der reiche Synagogenvorsteher hat zwei Grundirrtümer. Der erste Grundirrtum ist, er hat ein falsches Christusverständnis, und der zweite Irrtum ist, er hat ein falsches Heilsverständnis, und von beiden Irrtümern wird er von Christus überführt in diesem Dialog. Sein falsches Christusverständnis besteht darin, dass er Christus anspricht mit dem Titel guter Lehrer, und der Vorsteher meint damit, Christus sei ein guter, gelehrter Mensch, eben nur ein Mensch, aber nicht der Messias, nicht Gott. Und ja, gut ist ein moralisches Wesensmerkmal Gottes, das nur Gott gebührt. Nur Gott ist im absoluten Sinne gut. Es ist ein moralisches Prädikat der Vollkommenheit. Und Christus nennt sich ja selbst gut, weil er ja Gott ist. Er nennt sich guter Hirte, und Christus bezeugt mehrfach seine Sündlosigkeit und seine Heiligkeit. Also dieser Titel gebührt Christus, denn er ist Gott. Der Titel ist also nicht falsch, sondern das Verständnis des Vorstehers ist falsch. Und Christus weist diesen Titel nicht von sich und leugnet damit seine Gottheit, sondern er akzeptiert diesen Titel nicht aus dem Mund eines Vorstehers, der eben nicht verstanden hat, dass Christus nicht nur ein Mensch ist, sondern eben Gott. Und der Mann muss verstehen, dass es keinen guten Mensch gibt, denn alle Menschen sind Sünder. Nun, der Titel ist richtig, aber der Mann muss eben verstehen, dass er diesen Titel auf Christus nur anwenden kann, wenn er auch verstanden hat, dass Christus tatsächlich der Messias ist, tatsächlich Gott ist. Und das weist der Jesus von sich. Er überführt ihn von diesem falschen Verständnis. Er überführt ihn von diesem falschen Verständnis über die Person Jesu Christi. Und er überführt ihn auch von dem falschen Heilsverständnis. Denn der reiche Vorsteher meint, man muss etwas tun, um das ewige Leben zu bekommen, also Werksgerechtigkeit, und zweitens kann man das ewige Leben erben, und beides ist falsch. Stattdessen fordert der Herr Jesus ihn auf, folge mir nach. Und das ist immer eine Periphrase, eine Umschreibung für vertraue mir, glaube an mich. Aber das tut er nicht, der reiche Mann, weil er seinen Reichtum mehr liebt als Christus und das ewige Leben. Und deshalb geht er weg, ohne das ewige Leben bekommen zu haben. Denn er will nicht an Jesus Christus glauben, er will ihm nicht nachfolgen. Und nur durch Glauben bekommt der Mensch ewiges Leben. Christus überführt diesen Mann also von diesen beiden Irrtümern, von einem falschen Christusverständnis und von einem falschen Heilsverständnis. Ich hoffe, das Video hat dir geholfen, diese Bibelpassage besser zu verstehen. Falls du noch weitere hilfreiche Videos sehen willst, dann abonniere doch am besten gleich den Kanal und schaue dir nun dieses hilfreiche Video an.